Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Es schüttet immer noch wie aus Eimern, obwohl der Himmel eigentlich relativ blau ausschaut. Ich hoffe, man versteht mich. Das ist ja ein Dreckswetter, Mensch. Das trübt etwas unseren Sieg gegen den blöden Hans. Oh, wird's jetzt besser? Bitte, bitte, bitte. Wie schön sich hier der Matsch suhlt. Ich habe das Gefühl, das Wetter wird besser. Oder auch nicht. Nein, es wird nicht besser. Es wird schlimmer. Wir können mal kurz in unsere Charakterdarstellung gehen. Und zwar können wir noch aufleveln. Und zwar haben wir hier bei Hauptstufe einen Punkt, den wir wählen können. Moment, Speer sind wir schon. Erste Hilfe können wir... Moment, nee, Quatsch. Erste Hilfe haben wir schon. Was macht denn Erste Hilfe? Erlaubt es dir, Verbände anzulegen? Das müsste eigentlich schon vom Start weg da gewesen sein. Und jetzt können wir wählen zwischen Asket. Ah, okay, wir können also die alten, die wir nicht gewählt haben beim ersten Mal, können wir auch nochmal wählen. Leben ist hart, Duft des Mannes. Was gibt es denn an neuen? Nachtschwärmer. Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller, tagsüber 10% langsamer. Aufgedreht. Oh, das ist gut. Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Das ist sehr schön. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger stark verringert. Wir nehmen mal aufgedreht. So. Und dann können wir nochmal was machen, oder? Bei Stärke. Apropos Stärke, wenn ich mal ins Inventar schaue, statt den bisherigen 74 Kilo, die wir tragen können, können wir jetzt 82 Kilo tragen. Das ist doch schon was, oder? Und weil ich es gerade sehe, wir sind ja immer noch unglaublich dreckig, reinigen können wir die Klamotten lassen im Badehaus. Das machen wir mal als nächstes, würde ich sagen, damit wir wieder einigermaßen sauber sind. Obwohl ich auch schon gehört habe, dass es nicht viel bringt, weil man nach 2-3 Stunden schon wieder gleich dreckig ist. So, also wir gehen nochmal rein, schauen mal bei Stärke nach. Oh, Packesel! Was ist denn Packesel? Das hört sich doch gut an. Ich kann 15... Ach, Pfund sind das, keine Kilo. 15 Pfund mehr als sonst tragen. Oder fest im Griff. Deine Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist um ein Drittel erhöht. Huckepack kennen wir schon. Ne, wir nehmen natürlich Packesel. Auf alle Fälle. Jetzt schauen wir mal rein. 97! Ist ja super. Gut, jetzt müssen wir mit unserem Ausbilder sprechen. Mit Hauptmann Bernhard. Wir haben uns ganz gut geschlagen. Wir haben gegen Hans im Bogenschießen gewonnen und im Kampf hier. Und mal schauen, was er zu sagen hat. Bete lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Er hätte mich nicht herausfordern sollen. Vorsicht! Du magst unter Herrn Ratzigs Schutz stehen, aber es wäre weise, auch die anderen Adligen auf deiner Seite zu haben. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Okay, ins Rathaus müssen wir jetzt gehen. Das heißt, vielleicht werden wir jetzt irgendwie offiziell in den Dienst aufgenommen. Das wäre ja super. Sollen wir da uns vorher nochmal kurz waschen? Auf der anderen Seite, ich will mich nicht waschen, wenn es regnet. So, wir gehen hier. Oh, stimmt, zu dem können wir auch noch gehen. Wir haben uns ja mit Löckchen geprügelt. Und mal schauen, ob wir uns nochmal prügeln können. Dann machen wir das vorher. Hey, oh. Bleib stehen. Zeig mir, was du bei dir trägst. Oh, nein. Los jetzt. Das, Moment. Was ist denn jetzt los? Seit wann wird man denn hier durchsucht? Oh Gott, haben wir irgendwas Gestohlenes mit dabei? Nein, wir haben nichts. Nein. Na gut, okay. Ja? Soll ich jetzt aufgeben? Was ist los? So lautet mein Befehl. Oh, vielleicht können wir uns rausreden.
Sehe ich so aus, als müsste man mich durchsuchen? Ja, anscheinend schon. Lustre dich nicht so auf. Du machst es dir nur noch schwerer. Wie du willst. Alles in Ordnung. Du kannst gehen. Puh, Glück gehabt. Okay, wir müssen da also aufpassen. Wir werden durchsucht. Aha. Na gut, wir waschen uns mal. Das ist ja was Neues jetzt. Da müssen wir aufpassen, wenn wir da rumlaufen mit gestohlenen Sachen, heißt das, wir könnten eingesperrt werden. So, ist jetzt das Wetter schon besser? Ja, endlich. Gut, die Kirche haben wir schon angeschaut. Ich wollte eigentlich die untere Kirche noch anschauen. Da müssen wir auch nochmal reinlaufen. Wir können auch den Bogen verkaufen, den wir jetzt haben, den zweiten. Da hinten ist ein Jäger. Gott sei mit dir. Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Ganz schlecht. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern im Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Kannst kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Hab's mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Okay, wir müssen auf Nachtigalljagd gehen und auf unser Gehör vertrauen. Da bin ich ja mal gespannt. Jagen, Ausbildung. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Ich bin so begeistert über die ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Erfordert Stufe 5 haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Mal schauen, was er verlangt. 60 Gold. Wir feilschen noch ein bisschen. Ist das nicht etwas viel? Sagen wir mal 55. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Oh. Fast. Na dann, 57. Einverstanden. Hör gut zu. Neue Stufe im Jagen erreicht. Das ist gut. Jagen, wo findet man denn das? Kampf. Fertigkeiten. Jagen. Da gibt es auch Perks, oder? Ja. Oh, wir können von Tieren jetzt gar nichts entfernen momentan. Huiuiui, ich bin so begeistert, wie schön das aufgegliedert ist. Ich will noch schauen, ob er uns Sachen abkauft.
So, wir schauen mal. Wir können verkaufen den rustikalen Eschenbogen. Rüstungsmäßig können wir Plattenbogen. Ah, okay. Die Armschienen haben jetzt die Plattenellbogenkacheln ersetzt. Das heißt, die können wir auch verkaufen. Nahrung, da verkaufen wir das alte Zeug. Wie sieht es denn aus? Sattheit 79, das geht. Schaufel lasse ich mal im Inventar. Wer weiß, ob wir nicht irgendwann nach Schätzen graben müssen. Und dann bekommen wir, oh, 27, das ist nicht viel. Das ist sehr wenig. Na gut. Weiter geht's. In die Taverne. Ich würde mir ja schon ganz gern schöneres Wetter wünschen. Wie spät haben wir es denn jetzt? Jetzt ist gerade mal Mittag vorbei. Hör auf mich anzumeckern, Mensch. Ich stehe doch nur hier und schaue auf die Uhr. Es regnet immer noch. Nicht mehr stark, aber ein bisschen. So, wo ist jetzt der Kollege? Moment. Bist aber jetzt jemand anders. Hä? Du bist jemand anders. Mit wem müssen wir uns denn noch anlegen? Ach, wir verfolgen jetzt andere Quests. Wo sehe ich denn, welche ich verfolge? Die Hauptquest können wir immer verfolgen, aber hier haben wir... Ah, okay. Dann... Ruf der Nachtigall. Sind wir... Okay, da müssen wir dann hier rüber. Schauen wir mal. Aber was ist hier? Besiege Stefan, besiege Milan. Ach, der läuft hier rum. Ach so, der läuft hier rum. Das heißt... Der muss nicht immer am gleichen Ort sein. Da ist das laut, die Musik. Aber auch schön. Falls man mir es nicht anmerkt, ich bin immer noch begeistert. Der Spaß hat noch nicht nachgelassen. Dann gehen wir jetzt Richtung Badehaus. Vielleicht laufen wir da dem Stefan über den Weg, prügeln uns noch. Dann werden wir unsere Klamotten waschen lassen. Das kostet ewig viel. Aber wir können ja nicht mit schmutzigen Klamotten zu Herrn Ratzig müssen wir, oder? Beim Vogt müssen wir jetzt. Der Vogt ist nicht der Ratzig. Glaube ich. Ich bin da immer... Nee, ich kenne mich da nicht aus. Ich bin halt nur ein einfacher Bauernschmied. So, jetzt... Moment. Ist da jetzt irgendwo... Ist da einer jetzt vorbeigelaufen? Der ist hier unten. Ist das der Stefan? Oder das der Stefan? Wo ist der denn? Der ist der oben drüber irgendwie? Ja, grüß Gott. Handwerker? Was macht denn ein Handwerker hier? Gott sei mit dir. Okay. Okay, jede Menge Schilde. 121. Speerruhe. Was ist denn Speerruhe? Ein Schild ist das auch. Die haben... ich denke mal... Die haben jetzt hier keine Werte, wie gut die sind. Die sind offenbar alle gleich gut. Und offenbar auch alle gleich groß, wenn ich mir hier das verschwommene Bild anschaue. Rüstung gibt es auch jede Menge. Wäre da was jetzt für uns? Dunkle Aachener Brigantine.
Das hört sich doch gut an. Die trägt man statt unserem Lederwams. Lederwams hat 3 an Schutz. Oh Mann, das ist schon auf 0 hier. Das hat 11. Dunkle schlesische Gambison. Ach, das ist alles so teuer. Kann ich mir gar nicht leisten. Das kann ich mir alles nicht leisten. Naja, vielleicht brechen wir mal ein. Kann mir hier einer was reparieren? Das war auch so teuer. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich helfen? Reparatur. Lederbumps. Für 8,4. Mach mal. Knappenschwert. Für 47? Ne. Vielleicht bekommen wir sogar was Neues jetzt. Jagdhandschuhe für 10. Die sind aber eh noch bei 79. Das reicht erstmal. Und das grüne Hemd kann er komischerweise nicht reparieren. Das ist etwas schade. Da müssen wir wahrscheinlich zum Schneider, könnte ich mir vorstellen. Gab es hier nicht auch Schneider? Ich sehe schon, ich lasse mich wieder so dermaßen ablenken. Apotheke, Alchemietisch. Melde dich beim Vogt. Schneider, der ist gleich hier. Schneider. Da ist er. Und der Vogt ist offenbar da oben. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Aber ich wollte mich ja vorher noch kurz waschen. So. Der sitzt etwas komisch da. Händlerin und Schneider. Gelobt sei Jesus Christus. Reparatur. Ah, der kann jetzt nämlich reparieren für 9,9 und 5,1. Was wir hier Kohle raushauen, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, Händlerin. Was gibt's denn hier? Blauer Chaperon. Ah, ist das blöd, dass hier alles so verschwommen ist. Händlerhut gibt's auch. Juppon. Filzhut. Wir haben halt noch überhaupt keinen Hut momentan. So viele schöne Sachen und alle schweineteuer. Wow. Da klippt sogar unser Lederrüstung durch. Wow, ich bin begeistert. Gelber Spitzhut, der wird doch richtig zu uns passen. Wobei, wir brauchen eher was Dunkles. Wir brauchen was Dunkles, damit wir besser schleichen können. Da haben sie sich aber ordentlich Mühe gegeben. Mit den Sachen. Vor allem, dass es so viele Varianten gibt. Na gut. Jetzt müssen wir irgendwie hier hochkommen. Ich gehe jetzt nicht mehr ins Badehaus. Ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben. Das ist einfach zu viel. Ich kann mir das nicht leisten. Ich bin ein armer Schmiedjunge. Und wenn ich dreckig daherkomme, ist es halt mal so. So, wo geht's denn hier hoch? Schloss knacken. Nee, da geht's. Hallo, da. Wo sind wir denn da? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das muss vorne irgendwo hochgehen. Wenn wir mal zusammenfassen, was wir heute gemacht haben in dieser Folge. Es war, von Osten nach Westen zu laufen und uns immer wieder abzulenken lassen. Geht's vielleicht hier hoch? Ne, da geht's zum Apotheker. Ich dachte, der Aufgang gehört zu dem Haus. Dann müssen wir hier rauf und dann geht's hier rüber. Sag das doch gleich. So, in der nächsten Folge gehen wir dann zum Vogt, der sich offenbar hinter dieser
Tür befindet. Und schauen mal, was uns doch erwartet. Bis dann, ciao.